Einen wunderschönen guten Morgen aus diesem wunderschönen, immer noch kühlen Mahmudla. Ich wollte heute mal berichten, gestern, weil ich wurde öfters angeschrieben, ja, gestern war leider der Anschlag in Ankara, mehrere Tote und Verletzte. Es war wirklich Mediensperre, also Nachrichtensperre. Mehrere soziale Kanäle gingen nicht. Bis also heute früh auch noch nicht, jetzt gehen sie wieder. Zu Hause mit WLAN ging es, draußen ging YouTube, Facebook, Insta, TikTok, sogar Telegram ging nicht. Meine Vermutung, es ging nicht, weil man mit diesen Kanälen live gehen kann, warum auch immer. Aber seit ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde, ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist, kurz nach 10, geht es wieder. Ich habe extra mein WLAN ausgeschaltet und getestet. Es geht wieder. Jetzt kommt mir bitte nicht wieder mit euren, ja, das ist Karma, bla bla bla, machen viele wegen den Tieren, was hier passiert ist. Leute, seid doch nicht immer so hasserfüllt. Wirklich. Das muss nicht sein, oder? Die Türken hier sagen auch nicht, wenn irgendwas in Deutschland passiert, ja. Also das ist Karma, weil die jedes Jahr in den Tierlabore, wer weiß wie viele Tiere umbringen. Nur weil die nicht das Geschlecht haben, die Gene haben. Ja, sagt hier auch keiner. Verstehe ich nicht bei euch, aber ist ja egal. War richtig traurig und entsetzt gestern, wo ich davon erfahren habe, gestern Nachmittag. Das war während des, ne, kurz vorm Live sogar. Ja, was gibt's sonst hier Neues? Ich wollte euch noch berichten. Oh, ich hätte es am Anfang sagen sollen, ne? Viele wandern aus. Man ist dann wirklich, ja, alt. Später, irgendwann mal. Ob man jetzt jung auswandert oder älter auswandert. Und man fühlt sich alleine oder ist alleine. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen. Nicht nur, wenn man in die Türkei auswandert, sondern auch, wenn man in anderen Ländern auswandert, ja, dann mit der Zeit, weil man wird älter, entweder gehen die Freunde, Familie zurück oder die sind gar nicht mitgekommen oder die sind verstorben. Und wo mich letztes Mal, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, wo mich letztes Mal jemand drauf angesprochen hat, ja, was ist denn, wenn du mal alt bist und Beke nicht da ist und Tarek vielleicht zurückgegangen ist, dann bist du ausgewandert, alt und einsam. Habe ich mir gedacht, warum einsam? Ich habe doch hier, okay, ich halte mich nicht so viel mit Deutschen auf, aber bis dahin kann ich hoffentlich richtig türkisch, dann bin ich nicht einsam. Nein, also hier in der Türkei ist man alles andere als einsam, wenn man sich mit den Einheimischen aufhält. Ja, dann wird einem nicht einsam. Jedenfalls hier in der Türkei nicht. Ich denke mal, das ist in jedem anderen Land genauso. Lasst euch keine Angst machen. Ihr müsst euch nur untere Leute mischen, euch Freunde suchen. Ist egal, ob jetzt ihr nach hier Türkei, Thailand, Spanien, haltet euch nicht nur, das habt ihr doch damals immer alle kritisiert, dass die Türken oder Griechen, Italiener, die Gastarbeiter sich immer nur so in Klicken aufgehalten haben unter sich. Dann macht doch nicht denselben Fehler. Jetzt noch ein anderes Thema, wegen den Tieren nochmal, ganz kurz angesprochen. Seit ein paar Tagen, seitdem es kühler geworden ist, weil viele haben gesagt, man sieht keine Straßentiere mehr hier in der Türkei oder hier Mahmudla, Alanya, wo ich sage, das ist eigentlich jeden Sommer so, dass man hier wenig Straßenhunde sieht. Und kaum wird es ein wenig kälter oben in den Bergen, kommen die runter. Ah nein, das ist wieder Augenwischerei, Katja Rote Rose, Brille. Nein. Also, seit ein paar Tagen. Ich habe da auch was aufgenommen, das ist aber auf mein, das werde ich irgendwann mal die nächsten Tage auf meine anderen Plattform raufmachen. Sogar Dobermänner. Heißen die Dobermänner? Ich glaube schon. Oh, ich habe da auf jeden Fall richtige Panik. Da war auch so ein Straßenhunden-Fasskampf. Ne? Gut, dass der eine dann weggegangen ist. Und gestern Abend habe ich nochmal gesehen, da waren bestimmt 6, 7 große, kleine Welpen,
kleine ausgewachsene Hunde, die, weil hier so rumgetollt, rumgespielt, rumgebellt, Machtkämpfe gemacht haben. Ich hatte es ja schon mehrere Abende draußen gehört, dass wieder vermehrt Hundegebelle ist. Nicht so klein, und da habe ich schon gesagt, oh je, die Straßenhunde, also von oben, kommen langsam wieder runter. Ich werde das mal dokumentieren, weil das andere habe ich hochformat. Wisst ihr was? Ich stelle euch das auch, wenn es... Nee, das funktioniert, glaube ich, gar nicht. Nee, ich muss das mal querformat aufnehmen, weil ich die letzte Zeit immer alles hochformat aufnehme. Da werde ich nochmal so ein Kurzvideo oder so hier. Das kann man ja in diesem Format reinstellen. Also, wie gesagt, hier sind noch Straßenhunde. Die waren im heißen Sommer und der war wirklich extrem heiß dieses Jahr. Sogar ich hatte Klima an, teilweise Wohnzimmer und Schlafzimmer. Die waren nur oben in den Bergen im Kühlen. Die kommen jetzt langsam alle wieder runter. Ihr habt da, glaube ich, nie so richtig drauf geachtet. Sonst, ja, na klar, die paar, die hier immer waren, die so rumgelaufen sind, die laufen auch noch rum und die liefen auch noch rum im Sommer. Bloß tagsüber waren die im Schatten oder im Kühlen drinne in den Geschäften und abends kamen die raus. Falls ich nochmal, das wollte ich eigentlich eben schon gesagt haben, oh, heute ist so ein Hin und Her, ne? Falls ich nochmal was hier an der Nachrichtensperre ändern sollte, ich muss gleich selber mal Nachrichten lesen, ob was Neues sich ergeben hat. Habe ich alles noch gar nicht. Gestern Abend habe ich das letzte gelesen, habe auch sehr unruhig geschlafen. War 2-3 Stunden wach die Nacht, weil wenn in einem Ort was passiert, passiert ganz oft in einem anderen Ort auch noch was. Wenn sich nochmal etwas tut nur das Auto. Wenn sich nochmal etwas ändert an der Nachrichtensperre oder das Insta, Telegram, Facebook, das war aber richtig komisch, ne? Nicht geht, werde ich euch natürlich berichten, wenn ich hier dann auf der anderen Plattform natürlich, da könnt ihr auch öfters mal reingucken wegen Live und. Aber was ich richtig komisch fand, ne? Zu Hause ging's. Es ging nur draußen nicht. Also wenn man mit WLAN und Türk Telekom ging auch nicht zu Hause. Jeder, der Telekom hatte, jetzt Hausinternet, das ging gar nicht. Die mussten mit VPN irgendwie reingehen, wurde mir gestern auch noch berichtet. Das war ein bisschen komisch, ein bisschen kurios. Heute früh ging immer noch nichts, wo ich aufgestanden bin. Aber jetzt geht es wieder. So, euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Denkt bitte nicht an Karma, weil dann wird es euch noch härter treffen. Nur mal so erwähnt. Bis denn, eure Katja. Ciao, ciao.